So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe. Stellarner Icarus. Es sind nur noch drei Missionen, dann sind wir endlich fertig mit Plankadon. So, wir müssen Lars durch die Wolkenwand schicken. Das würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Dann, ich kann nur noch Danke sagen. Danke jetzt für 96 Abonnenten. Und ich habe auch eben schon im Fortnite-Video gesagt, ich werde jetzt immer eine Zahl im Video selbst sagen. Das ist die nächste Zahl, die dann kommt. Quasi jetzt die Zahl, die 10. Zahl, wenn wir die 100 Abonnenten haben. Aber ich werde sie im Video schon verraten, bevor wir die 100 haben. Und wenn die 100 erreicht sind, wird die 10. Zahl hingeschrieben. Also es lohnt sich, das Video echt zu Ende zu gucken. Ihr habt halt einen Vorteil denen gegenüber, die das Video nur kurz gucken, ob wie viele Abonnenten und die Zahl. Und wenn du noch kein Abonnent bist, wäre es jetzt Zeit für ein Abonnent. Weil wie du siehst, es lohnt sich, jeder kann da den Code knacken. Wenn du genau wissen willst, wie das abläuft, einfach unten in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich extra ein Video gemacht, wie das Ganze dann abläuft und wer ich überhaupt bin. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, jetzt ist nochmal die Chance, drück auf den Abo-Button. Ich sag schon mal Danke dafür. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier auch jemanden finden, weil das ist einfach eine Mission, die solo, denke ich mal, nicht machbar ist. Und ich habe noch keinen gefunden, der mit in die Lobby ist. Ich hoffe, es joint einer nach und ich war derjenige, der die Lobby neu aufgemacht hat. So, ich habe den Passive-Code auch immer schön vor mir liegen, damit ich die Zahl auch nicht vergesse. So, gehen wir mal rein. Noch die kein Rette die Welt spielen. Es lohnt sich. Ich werde dazu noch ein Video machen, sobald ich die 100 Abonnenten voll habe. Einfach mal im Resümee zu ziehen, wie viel ich schon bekommen habe. Unter zwielichtigen Umständen in die Wüste. Was V-Bucks betrifft. Machen wir den Traum wahr. So. Lars, ich nehme deine Sorgen ernst. Ich habe die Arbeiten am Bus einem Team von besten, ausgebildeten Konstruktionsbots übertragen, bekommen. Die sonst habe ich nicht verschwunden sind. Aber sie machen das sicher super, sobald du herausgefunden hast, wohin sie verschwunden sind. Such bitte die Konstruktionsbots, wenn du Zeit dafür hast. You search, I'll scan. Bitte komm einer nach. Es ist schon Glück, wenn da einer, entweder hat einer auf Zusammenspielen gedrückt oder er muss auch die Mission machen. Ich gehe jetzt erstmal zum Bus. Und hier die Überlebende. Hier drüben! Da wo denn? Ach da. Du hast mich gerettet. Ach, ich bin ja der Beste. Ja, Plu-Plu brauchen wir sowieso. Nehmen wir die 4 Stück gerade noch mit. Haben wir schon mal 4 Blue-Clue. Ah, oh, noch eine schöne Falle. Es joint immer noch keiner nach. Aber da war irgendwo gerade noch ein Ausrufezeichen, wenn ich mich nicht verguckt habe. Der hat mir da jetzt angezeigt, oder nicht? Oh, hab ich den am Anfang gehasst. Inzwischen ist er eigentlich ganz praktisch. So, Kuku müsste man eigentlich schon mal genug haben. Nein, das lag nicht an mir. Sieh auf deine Karte. Position eines vermissten Konstruktionsbots wurde festgestellt.
Sieht schlecht aus, dass mir hier einer hilft. Genau so. Ein Solo ist es, glaube ich, nicht machbar. Der Konstruktionsbot wurde deaktiviert. Schon machbar, aber nicht für mich. Würde, wäre natürlich auch von Vorteil. Was ist denn hier der blöde Fernseher? Dann traf ich meine Tagesaufgaben. Oh, dann auch du. Schön wär's. Solo habe ich eigentlich nicht wirklich Bock drauf. Ich meine, klar, schwer zu probieren, aber. Oh, der nächste. Mehr böse Jungs im Anmarsch! Jo, so wird das mit Sicherheit was. Oh Mann, lass doch hier bauen. Langsam einer nachjoinen. Kacke, wir sind auf dem Dach. Ich glaube echt, hier kommt keiner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier nur die Bots einsammeln soll. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Und noch Kisten. Nehmen wir gerne mit. Ich glaube, was ist hier noch drin? Oh, blöde Tür, ey. Echt. 20 Fernseher. Gott, ich dachte 5 oder so. 20 ist schon Hausnummer. So, dann haben wir hier schon den nächsten. Ja, die werden jetzt eh aktiv. Was lägt das denn? Wie gesagt, es liegt nicht mehr an mir. Ich habe die Kodierung extra runtergeschraubt. Noch eins. Sieh auf deine Karte. Position eines vermissten Konstruktionsbots wurde festgestellt. Der Konstruktionsbot wurde reaktiviert. Es reicht. Ah, einer kam dabei. Der Konstruktionsbot wurde reaktiviert. Oh Gott, Level 24, was hat er denn? Na gut. Hauptsache Hilfe. Schon wieder verlassen. Ich bin ein Bär.
gerne wissen, warum das so leckt in den letzten Tagen. Das geht nicht. Hat Epic Games kein Geld mehr und fährt die Server langsam runter, oder was? Ach, das ist ein Lama, ich will das nicht haben. So, gerade mal die Waffe wechseln, die Rafa. Hier unten finde ich bestimmt Malachit. Auch wenn ich das meistens übersehe, wahrscheinlich. Ich will eh wissen, wie viel ich schon übersehen habe. Position eines vermissten Konstruktionsbots wurde festgestellt. Ganz entspannt bleiben. Ja, auf jeden Fall Gegner. Das ist eigentlich schon ein Anzeichen dafür, dass hier ein besserer Loot ist. Ich bin kein Bär. Kiste. Kiste! Mehr Kugeln. Knossi denken. Kiste? Kiste? Kein Malachit. Ich hab's auch, glaube ich, erst einmal bewusst gesehen und mitgenommen. Ja, der Gegner. Oh Mann, warum hauen die denn ab? Schön wär's. Der Konstruktionsbot wurde reaktiviert. Laufen die denn alle hin? Hallo. Wo laufen die denn hin? Hä? Okay. So, jetzt sind wir 4 von 6. Immer die Metz schön hochhalten. Slama rumhauen, da habe ich jetzt echt keinen Nerv. Ich gehe jetzt einfach mal schon zum Bus. Sieh auf deine Karte. Position eines vermissten Konstruktionsbots wurde festgestellt. Ich meine, bis jetzt habe ich das Gefühl, dass die Gegner nicht so stark sind, aber wenn da richtige Wellen ankommen, dann wird es, glaube ich, eng. Da, da, da. Und ich würde mal sagen, weil es gerade so schön passt, Code 7. Wurde reaktiviert. So, jetzt fehlt nur noch einer. Jetzt gehe ich trotzdem mal wieder Richtung Bus. Ah, die halten in meinen Augen zu viel aus, dass ich sagen könnte, könnte ich locker schaffen. Aber hier joint doch keiner nach, ey, das ist doch. Ich glaube, den aktiviere ich mir mal besser. Ich muss die alle aktivieren, damit ich irgendwie noch eine Chance habe. Ey. Ich nehme Mac Blue Clue schon mal mit. Weil ich habe jetzt keine Lust, dass das hier alles umsonst war. Ja, das ganze Erz und so sehe ich, aber. Gemeinte Frage. Ist dir mal aufgefallen, dass deine Bots nie das tun, was sie sollen? Sie funktionieren. Ich meine, sie haben fast immer beim ersten Einsatz eine katastrophale Fehlfunktion. Mhm. Und wie oft hast du diese Busbots schon verwendet? Denn noch einmal, ja. Das ist ihr erster Einsatz. Naja, es ist wohl ein kleiner Preis, um Carlos Arbeit zu vollenden. Noch
ein. Sieh auf deine Karte. Position eines vermissten Konstruktionsbots wurde festgestellt. Ich muss extra mal außenrum schon mal alles sauber machen. Ja, sauber machen, nicht runterfallen. Ja, geht eigentlich. Die fallen eigentlich ziemlich schnell. Bin mir halt nicht sicher, ob wir da am Ende den Bus verteidigen müssen. Dann wird's schwierig. Oh, du blöde Kuh, ey. Die geht doch immer schön aus dem Weg. Ist das dein Ernst? Oder selber meine eigenen Fähigkeiten nicht. Alleine nicht. Uff. Kappa. Warum geht das denn nicht? Mitnehmen. Kenne ich eben das Lama. Oh, nächste Invasion. Boah, ey, das wird schwierig. Ich glaube, da kann ich gleich echt Fallen bauen ohne Ende, damit ich da irgendwie eine Chance habe. Es kommt aber auch keine Sau dabei. Ja, 7 Blu-Blu haben wir noch. Na komm schon. Konstruktionsbot wurde reaktiviert. Jetzt. Wir müssen uns mal mit Lars unterhalten. Beginne mit dem Upgrade, wenn du soweit bist, Kommandant. Oh, oh. Kann auch nichts Gutes heißen. Machen wir die anderen Boosts. Schild haben wir, gell? Ja. Leben haben wir da unten. Boah, das ist ja eine Weltreise. Egal, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Seid mir nicht böse. Ich habe keinen Bock, dass hier alles umsonst ist. Schild und Konstrukteur sind da unten. Also nicht Schild, sondern Leben. Kondition ist aber, oder? Schon vor eben der eine angepisst, weil ich gesagt habe, oh, Level 4 fand. Also Sache, dann egal. Schnell auf Durchgang kriege ich eben schon keinen hin. Alles mitnehmen, was da ist, ey. Das ist auch gut. Davon können wir gerne noch einen finden. Lange ich für einen dicken Bauch. Ich taufe dich, Sir Bus. Einfach wegfliegen. Ich ist eine Sie. Einfach wegfliegen. Und jetzt sind Sie Ritterin. Geh doch mal nachschlagen, wie Ritter aussehen. Bitte einfach wegfliegen. Tut mir leid, was wir deinem Bus angetan haben. Die Bus und ich haben entschieden, etwas für dich zu tun. Wir haben dein Wandbild nachgestellt, so gut es ging. Was sagst du? Lars? Was? Lars? Ich möchte gern kurz allein sein. Füge Blue Glow hinzu, um den Start vorzubereiten. Nein, ich muss kämpfen.
Ich baue hier ein paar Last drumherum. Scheißegal, wie viel Metz ich jetzt dafür verballer. Das Problem ist, dass man halt nie weiß, wo die Gegner herkommen. Oh, jo, fall noch da runter. Dankeschön. Hä? Ich will die Wand da bearbeiten. Willst du mich verarschen? Also muss ich das hier anders da machen. Das geht auch nicht. Also muss ich eine gerade Wand hin machen. Zack. 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 Schon mal definitiv verstärken, so stark doch geht. Nein. Na? Entschuldige mich jetzt schon für Baufehler. Warte mal, ist doch so, wird man da nicht. Doch so. Da stelle ich mich immer anders hin. Ah, hab ich das mal mit dem Bauen hier rauf, ey. So, und da mache ich einfach. Darf ich da immer noch nichts hin? Alter. Kann ich ernst sein? Hier kommt aber auch einfach keiner. Egal wie viel Metz der Scheiß kostet. Es darf nur keiner an den Kern kommen. Ist halt auch die Frage, soll ich denn hier zumachen? Gott, ihr denkt bestimmt, was macht der da? Ist der bescheuert? Die werden ja wahrscheinlich von da kommen. Eigentlich ist es ja immer so. Gott, ich frage mich jetzt schon, wie ich das gleich verteidigen soll, alleine. Wie lange der blöde Kudu. Ach, das fängt ja schon gut an. Aufzulegen. Schön. So, was haben wir denn an Fallen? Ja, nix. Auch wenn
ich stelle jetzt erstmal den Boden hin, mach nicht wundern. Mir ist gerade scheißegal, wie viel Fallen ich hier gerade verschwende. Oder noch gleich verschwende. So, hier werden die doch hauptsächlich herkommen. Reicht es eigentlich, wenn ich hier eine Decke hinmache, da eine Decke, da eine Decke, hier Boden. Zwei Richtungen kommen. Ich habe vielleicht 3000 Materialien verballert hier. Keine Ahnung. So, jetzt brauche ich Wandfallen. Im Prinzip habe ich, was das betrifft, noch die übrig. Ich hau jetzt einfach das raus, was ich noch so habe. Eis, machen wir hier vorne irgendwo hin. Die nehmen wir da hin. Jump, 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 jump. Naja, Jump bringt gar nichts. Aber auch nur das. Das ist die einzigste Falle, die wir noch haben. Ja. Inventar. Oh Mann. Habe ich überhaupt nicht. Ich sage, ihr werdet mich für bekloppt erklären. Die Fallen setze ich auch nicht direkt. Ich gucke halt, wie sich das im Spiel jetzt verhält. Also keine Panik. Wir könnten mal ein bisschen schneller herstellen. Die Decke, nehme ich hier das Gas oder kann ich bei der noch was machen? Nee. Jetzt wäre Auflevel nicht schlecht. Nehme ich doch Gas. Sache, ihr werdet mich für bekloppt erklären. 100 Pro. Also, die habe ich schon mal fertig. Ich wollte gerade sagen, macht ihr mal die Deckengasfalle? Gleich heißt es schnell reagieren. So. Ach komm, Hauptsache mal gesetzt, Hauptsache ich hab den Scheiß schon mal weg. So, dann werden die doch 100 pro auf von da kommen, oder? Und dann laufen die unten her. Das war jetzt erstmal Verschwendung. Weil entweder ich bin lieber jetzt doppelt abgesichert. Ist mir gerade egal, was ihr dazu denkt. So, dann brauche ich. Habe ich nur die jetzt? Die anderen noch nicht fertig? Doch, ich hab doch die Bodendinger. Ah, siehst du. Die von dahin. So, und davon haben wir 20 Stück. Das wird ja wohl. Muss reichen. Ach, für die Decke habe ich jetzt hier doch nichts. Ah, für die Decke habe ich schon mal hergestellt, ich Idiot.
Ach, da habe ich immer noch nichts. Doch, die Gasdinger habe ich schon hergestellt. Decke. Ah. Ist das dein Ernst? Ja. Ich weiß, ist bescheuert. So, hier noch ein paar hin. So, und dann hab ich Angst. Geht nicht. Vielleicht kommen sie 100% aus einer ganz anderen Richtung. Ich wette drauf. Ich hab Angst. Es gibt so in die Hose. Ah, wenn ich schon sehe, die kommen aus allen Richtungen. Natürlich. Wir haben einen Bonus im Spiel. Ja. Und von da kommen sie. Genau so, wie ich nicht gerechnet habe. Oh, die latschen natürlich alle so runter. Wollt ihr mich verarschen? Als ob ihr so intelligent wärt. Oh Gott, ich bin wieder am Arsch der Welt. Oh Gott, ich bin total überfordert gerade. Oh, die hauen da hinten rum. Ach, du bist schon wieder. Ein Fall um. Ja, fall doch mal um. Ich finde es auch nicht gut. Schneller nachladen. Du fehlst mir jetzt noch. Ja, sieht aber gut aus. Komm, komm. Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Arschgeigen Kinder hier. Und schön wär's. Das ist ja schlimmer als Schild verteidigen, ey. Ja, so viel zum Thema da unten kommen sie her. Ich muss mal das Material wechseln, ey. Das hier wird ein bisschen teuer aus Dauer, ey. Das hier ist wieder komplett repariert. Sehr schön. So, jetzt die Frage, kommen die wieder aus derselben Richtung? Weil ich habe eigentlich gar keine Zeit zum Schießen.
Das ist halt einfach mein Problem. Oh Gott, seit 35 Minuten hänge ich hier in der Mission. Also wer jetzt noch da ist, Code 7. So, hier sind sie auch durchgekommen. Kann ich die nicht? Die geht aber über zwei Fälle, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre in meinem Unwissen. So, wenn die da kommen, kann ich doch eigentlich auch da eine Wand hinsetzen. Ach, gib mir den Keks, ey. Boah, die geht mir auf die Nüsse. Hallo! Genug gesprungen. Die mach ich auch weg. Ich muss jetzt den Boden verlegen. Zack. Gar nicht, dass man auf schrägen Auffallen setzen kann. Oha. Ich habe was gelernt. So, hier kannst du eigentlich auch noch eine Falle hinsetzen, oder? Scheißegal. Eigentlich hier auf die Rückwand auch. Hier auf die Wand, habe ich gesagt. Erst mal upgraden. Ist das dein Ernst? Ja, ist mein Ernst. Statt eben war zu viel. Auf jeden Fall die Fallwände verstärken. Ich weiß, das hier sollte man nicht machen. Hier. Oh Gott, einige werden bestimmt lachen. Aber ist mir egal. Nicht lang. Dafür geben wir auch Metzfarben, also. Irgendeinen Grund muss es ja mal haben. So, eben kamen die von da, richtig? Da muss ich jetzt gleich schnell reagieren. So, eigentlich da, da. Haben wir hier noch was? So, jetzt haben wir gleich nur noch Wandfall. Aber. Sehr professionell aus, was ich hier mache. So, jetzt nur nicht kaputt hauen. So, die werden hier runterspringen. Heißt. Wieso kann ich hier keine Wand. Hä? Warum geht das nicht? Bitte mal reinschreiben, warum das nicht geht an der Wand. Geht das denn nicht? So, eine haben wir noch. Die werden wir jetzt hier hinknallen. So, dann werde ich das ganze Schauspiel mal starten. Weil da werden sie ja nicht runtergehen. Ja, jetzt bräuchte ich doch ein Sprungding. Ich hoffe nur nicht, die kommen von hier. Ah ne, die können ja nicht da oben. So schlau werden die wohl auch nicht sein, oder? Puh. Jetzt habe ich kein Blue Clue. Ich kriege ihn auf. Wo bin ich denn hier reingegangen? Warte. So, haben wir hier noch Blue Clue rumfliegen. Wo bin ich denn? Da hinten sind zwei.
Ja. Ist nicht dein Tag. Schön. Na, was rettet die Welt betrifft, anscheinend nicht. Das war's für dich. Erst muss ich noch die Aufgabe von gestern fertig machen, die ich ganz vergessen habe. So, und schreibt mal Bär in die Kommentare, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Ich denke mal, da wird keiner dabei sein. So, ich renne jetzt so schnell zurück und mach das einfach wieder kaputt. Verteidige den Bus! Zack. Wir haben einen Bonus im Spiel. Leck mich am Arsch. Komm, mach schneller. Schlimm ist, ich kann nur respawnen, gell? Boah, ernsthaft jetzt. Ich geh ja auch alles schief in der Folge. Wenn ich das hier überlebe. Die dürfen da sowieso nicht durchkommen. Ach, die schon. Ah, mit einem Bienenpussy. Wo ist er? Hallo, stecken. Da hinter mir so auf den Keks gehen. Schneller nachladen. Ich war ein Bär. Boah, da kommt schon der nächste. Gut. Ist das dein Ernst? Jetzt denke ich alles noch in Grenzen. Oder ist das, wenn man allein ist, dass das dann alles ein bisschen weniger ist? Schlimmer vorgestellt. Aber noch ist eine Minute. Aber Stand jetzt würde ich behaupten, das wird reichen. Mit bis zu 4 Grad. Schön wär's. Oh, wo nur sind noch die alle? Sekunden. Kommt der denn da hin? Vernichtet. Oh, was ist der so dämlich da runtergeschmissen? Aber sollte, müsste eigentlich reichen. Countdown läuft. 3, 2, 1. Was für eine Schwitze, ey. Bonus-Herausforderung erfolgreich. Tata. Gute Arbeit, Team. Puh, was für ein Krampf, ey. Viel Glück, Lars. Ich war ein Bitten.
45 Minuten. Gebäude. Aber ich hab's auch gebraucht. Das nicht noch mehr Bonus, wenn ich das allein gemacht habe? Scheinbar nicht. Nee, nee. Wie gesagt, Code 7. Falls noch jemand dabei ist. Was für ein Krampf, ey. Und ihr wisst ja, krieg ich dafür ein Like. Vielleicht sogar einen Kommentar. Wenn noch kein Abonnent bis jetzt ein Abo. Ich finde diesen Ladebildschirm so geil. Irgendwie gefühlt der beste Ladebildschirm. Jetzt nicht nur, weil dann weibliche Person ist, sondern generell perfekt. Das Nuklearzeichen. Gut, die Waffe rechts ist ein bisschen überdimensional. Stell dich mal vor, die wäre echt. Dann hat sie Kraft im Handgelenk. Dankeschön. Immer gut. Noch besser. Kaum zu glauben. So, dann steht uns jetzt Plankarton bevor. Aber getan haben. Und jetzt sind wir die amtierenden Eroberer von Plankarton. Okay, wir werden erst sentimental, wenn alle Hüllen tot sind. Bauen wir unseren Sturmschild aus und dann nichts wie weg von hier. So. Sag schon mal jetzt danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wie immer dasselbe. Gerne ein Like da lassen. Schreibt was in die Kommentare. So. Wenn du kein Abonnent bist, weißt du ja schon Bescheid. So, was mache ich jetzt hier? Immer noch die anfertend. Vor allem dieses passende achtet die über. Ich weiß halt echt langsam nicht mehr, wie ich es hier machen soll, ey. Ich meine, Bücher habe ich ja genug. Das wäre jetzt nicht gebracht. Ja, die werde ich eben mein Leben lang behalten. Also legendär ist. So, dann war es das schon wieder mit dem. Skizzen. Hab ich eine Skizze bekommen? Ah ja. So, hier ist nichts. Oh doch, ein Lama ist öffnen. Ja. Wow, Skizze. Sonst war mir nichts. 52 Stunden. Ja, hier war ich immer nicht, was ich wirklich machen soll mit meinen 4200 Gold. Die habe ich schon, die habe ich schon. Ich weiß aber halt nicht, ob ich mir wirklich einen Helden holen soll. Die Stacheln habe ich schon. Die Kupferlibelle. Vor allem Scharfschützengewehr ist eh nicht so meins. Weil wie es aussieht. Wie hingeschmiert. Ja. Held. So. Dann würde ich sagen, war's das hiermit. In dem Sinne, haut rein.